Die Shoah begann nicht erst mit Auschwitz. Es fing für mich an, als ich 8 Jahre alt war. Und ich konnte nicht verstehen, dass meine besten Freunde mir böse Worte zuriefen. Einmal kam ich aus unserem Haus raus und sah, dass meine Freunde ein Stück blutiges Fleisch unter der Pumpe wuschen. Sie rufen mir zu: So wie das Blut hier fließt, so wird auch bald das Blut von deinem Vater fließen. Ich war schockiert. Das waren meine besten Freunde. Ich wurde auf die Flucht geschickt, bevor ich dann mit 12 Jahren nach Auschwitz deportiert wurde. Meine Eltern und meinen kleinen Bruder sah ich nie wieder. Sie wurden in Auschwitz ermordet.